Hallo Leute und herzlich willkommen zum Spiele-Podcast von Schmidt Spiele. Ich bin Björn und erkläre euch heute Spiel Nummer 4 aus der neuen Roll-and-Play-Spielreihe von Schmidt Spiele, Geizen. Wie bei allen Roll-and-Play-Spielen ist auch hier das Besondere, dass die Spielpackung gleichzeitig als Würfelturm genutzt werden kann. Somit sind die Roll-and-Play-Spiele bestens für unterwegs geeignet, da keine Würfel mehr durch die Gegend fliegen und das ganze Spielmaterial sicher in der festen Box verstaut ist. Die Spielvorbereitung ist auch schnell geklärt. Den eben erwähnten Turm stellt ihr als erstes in die Tischmitte, sodass ihn jeder gut nutzen kann. Dann legt ihr die Würfel und den Spielplan bereit. Jeder Spieler bekommt, je nach Spieleranzahl, 18 bis 25 dieser Chips und die übrigen Chips legt ihr als allgemeinen Vorrat bereit. Und schon kann's losgehen. Die Spieler sind abwechselnd am Zug und würfeln mit allen Würfeln. Nach seinem Wurf muss der Spieler mindestens einen Würfel beiseite legen. Er kann aber auch, wenn er will, mehrere Würfel auf einmal beiseite legen. Solange jetzt noch Würfel übrig sind, würfelt derselbe Spieler erneut und legt erneut mindestens einen Würfel beiseite. Das Ganze wiederholt sich so lange, bis alle Würfel beiseite gelegt wurden. Denn dann kommt es zu einer Wertung. Bei einer Wertung muss dann der aktive Spieler entsprechend der beiseite gelegten Würfel Chips auf den Spielplan legen. Dabei muss ein Spielchip immer von oben auf das nächste freie Feld gelegt werden. Für die 1er und 2er Zahlenreihen müsst ihr sogar zwei Chips auf die ersten Felder legen. Außerdem müsst ihr dabei auch auf die Farben der Felder achten, denn für jedes grüne Feld müsst ihr einen eigenen Chip ablegen. Auf ein gelbes Feld dürft ihr einen Chip aus dem allgemeinen Vorrat legen. Wenn wir jetzt also mal mein Würfelergebnis als Beispiel nehmen, muss ich einen Chip auf das erste Viererfeld legen, einen Chip auf das erste Fünferfeld. Für die zweite 5 darf ich einen Chip aus dem allgemeinen Vorrat nehmen und auf das gelbe Feld legen. Und für 6 muss man generell gar keine Chips auf den Spielplan legen. Wenn ihr dabei das letzte Feld einer Zahlenreihe belegt, dürft ihr euch alle Chips in der Zahlenreihe nehmen. Und die anderen Spieler müssen sogar Chips entsprechend der roten Zahl am Fuße dieser Zahlenreihe in den allgemeinen Vorrat abgeben. Wenn ihr so alle Würfel ausgewertet habt, ist dann der nächste Spieler im Uhrzeigersinn an der Reihe. Und bei einem Spiel mit dem Titel Geizen könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass es gut ist, wenn ihr mit euren Spielchips geizt, also möglichst wenig davon abgeben müsst. Denn wenn ein Spieler seinen letzten Spielchip auf dem Spielplan ablegen muss und keine Spielchips mehr zurückbekommt, endet das Spiel automatisch und wer dann noch die meisten Chips übrig hat, der hat gewonnen. Ihr seht, ganz einfach, eben typisch für Roll-and-Play-Spiele. Wie immer, viel Spaß beim Spielen und bis zum nächsten Mal. Ciao.